Wetten, dass Helene Fischer weinte, die erbärmlichste Frau Deutschlands. Helene Fischer sehnt sich langsam nach der Geburt ihres ungeborenen Kindes. Die Queen of Pop gab erst im Oktober bekannt, dass sie und ihr Freund ihr erstes Kind erwarten. Inzwischen hat die Influencerin auch viele andere Details verraten, etwa die Tatsache, dass sie ein kleines Mädchen bekommt. Es wird immer deutlicher, dass sie sich in der Endphase der Schwangerschaft befindet. Helene hat derzeit einige Schwierigkeiten im Alltag mit einem Neugeborenen. Die werden der Mutter Helene Fischer erzählt von ihrer Geschichte. An sich ist es ganz gut, aber man merkt, dass die Schwangerschaft riesig ist und alltägliche Dinge fast unmöglich oder unmöglich sind. Ich fühle mich die ganze Zeit müde, gibt Helene zu. Aber das ist kaum verwunderlich, schließlich ist sie jetzt 28 Wochen alt und ihr Fälligkeitstermin ist nur noch 11 Wochen entfernt. Neben der Müdigkeit geht es nicht nur der 37-Jährigen super, sondern auch ihrer ungeborenen Tochter. Denn auf die Frage einer Followerin, wie es dem Baby im Mutterleib gehe, antwortete Helene, sehr, sehr gut. Mein Bauch wird immer größer. Sie ist auch gut gelaunt, dass sie den Alltag mit Kind meistern wird, vor allem, wenn sie Thomas an ihrer Seite hat. Sie kam, sang und saß für den Rest des Abends auf dem Sofa. Helene Fischer performte Wetten, dass am Samstagabend. Stelle dich dem Guten mit dem schlechten Spiel. Selbst überhebliche Fragen ertrug sie streng. Als Helene Fischer sich auf das sperrige Wettsofa setzte, waren nur 30 Minuten vergangen, und es lagen noch drei lange Stunden von ihr. Zuerst musste sie das Zwangsinterview über sich ergehen lassen. Obwohl Fischer in einem Interview mit der Zeit von ihrer Zurückhaltung sprach, ihre Welt der innigsten Zuneigung mit der Öffentlichkeit zu teilen, setzte Gottschalk ihre Schwangerschaftsreise fort, die durch eine Unachtsamkeit bekannt wurde. Fischer, sehr professionell, spielt das schlechte Spiel gut, versucht die übergreifende Frage nach der Beule seines Kindes mit ein paar Kleinigkeiten zu vertuschen und wird von Gottschalk getroffen, es genügt zu sagen, es ist kein Geschäft. Würden Sie es nicht wagen? Du bleibst die ganze Nacht bei mir. Du musst kein Flugzeug nehmen, mit diesem Satz ließ die Moderatorin den Musiker den Rest des Abends auf dem Sofa verbringen. Warum die schwangere Künstlerin später nicht erscheinen durfte und damit die Zeit auf dem Sofa deutlich kürzer war, das wird wohl Gottschalks Geheimnis bleiben. Fischer hält manchmal extrem lange Wetten und kleinliche Gespräche tapfer aus. Als Schauspielerin Svenja Jung zum Beispiel schilderte, wie schön es sei, eine Doppelrolle zu spielen, ertrug Helene Fischer diese Einöde mit einem ernsten Lächeln. Was haltet ihr von Wetten, dass Helene Fischer weinte, die erbärmlichste Frau Deutschlands? Bitte unten kommentieren und nicht vergessen, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Helene Fischer zu unterstützen. Besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Promi-News zu verfolgen. Vielen Dank.